Guten Tag, Herr Berg. Sie durften das Reichstagsgebäude, den Sitz des Deutschen Bundestages, fotografieren. Wie entstand das Projekt Bundestag und wie kam es dazu? Ja, ich habe eine lange Erfahrung mit Berlin. Also seit 1989 bin ich regelmäßig in Berlin gewesen und ich habe zwei Museenausstellungen hier gehabt, Soloausstellungen. Mittlerweile 2007 im Ephraim-Palais des Stadtmuseums und dann 2014 hatte ich auch eine Soloausstellung im Märkischen Museum. Das Thema von das Projekt hier und von meinem Bundestagprojekt, was gerade läuft, ist ja eigentlich im Kern gewesen, also eine Idee von Nicole von Wietinghoff-Schiel. Und sie hat Unterstützung gefunden mit Dr. Bremig, der damalige, wie heißt das auf Deutsch, Abgeordnete. Die Kunstbeirat hat genehmigt das Projekt und dann war ich eingeladen, also alle fünf Gebäuden in dem Komplex von dem Bundestag zu fotografieren. Was interessiert Sie als Fotograf an diesem Gebäude? Und um welche Perspektive auf das Reichstagsgebäude ging es Ihnen bei diesem Projekt? Zuerst, also man merkt sofort die Auseinandersetzung mit Glas gegen Stein, also große Glaswände direkt gegen große Wände aus Beton oder Stein. Das ist eine Art von geschickte direkt neben Gegenwart. Und auch die Besucher, wenn sie reinkommen in den Reichstag, kommen in eine riesige Halle ein. Ja? Und sie sehen also sofort durch viele Wände, also vielleicht vier Wände aus Glas, Richtung der Plenarsaal. Und es spricht sofort von Transparenz in der Regierung. Ja? Und das Thema ist ja durchlaufend. Und sofort bekommt man eigentlich mit diesem Freiraum und Freiheit das Konzept von, dass kein Mensch größer ist als die demokratische Gesellschaft. Das ist meine Erfahrung. Und ich habe relativ lange in dem Vorgang fotografieren können und sofort ist das Thema da, ja, mit der Architektur. Wie lief die Arbeit während der Projektlaufzeit ab? Also durften Sie sich beispielsweise im Gebäude frei bewegen? Ja, das Projekt sollte eigentlich die Öffentlichkeit zeigen, Orte, die selten für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ja. So, ich hatte sehr viel Freiheit. Ich durfte nur in den Plenarsaal nicht rein. Aber ich konnte sowieso wie Touristen also durch Glasscheiben fotografieren. Und dann ist das ja, glaube ich, eigentlich mir gelungener, als ich erwartet habe. Ja. Aber ich finde diese Reihen von dieser eleganten, lila gefärbten Stühle eine internationale Trademark, ja, für Deutschland und für das Bundestag selber. Diese Freiheit, also wir hatten viel Spaß gehabt, ja, und diese Freiheit dann erlaubt mir die Möglichkeit, ein Gesamtwerk von über 100 Fotos zusammen zu bauen. Ja. Und ohne diese wunderbare Zugänglichkeit hätte ich das also einfach nicht machen können. Welche Assoziationen sollen durch Ihre Fotografien aus dem Reichstagsgebäude bei den Betrachter hervorgerufen werden? Ein paar Punkte. Also Selbstbewusstsein, Transparenz, schützende Struktur,
was würde ich auch sagen, den Eindruck von Stärke. Und ich hoffe, dass meine Bilder, mein Ziel ist, dass die Bilder dann spiegeln, also die Struktur, wo alle passiert in der Art von Regierung. Ja, es ist ja auch so, dass Sie ja keine Personen fotografiert haben, sondern Sie haben ja wirklich sozusagen in den sitzungsfreien Wochen ohne Menschen die ja. Motive fotografiert. Ja, manchmal musste ich also sehr lange warten, bis ein Raum leer gewesen ist. Ja. Aber das ist mein eigener persönlicher Stil. Mhm. Mein Thema ist ja eigentlich schützende Struktur, ja, für diesem Projekt. Und also ich habe sehr lange Architektur fotografiert, also manchmal ohne Thema und manchmal wie jetzt mit einem bestimmten Thema. Aber alles, was sorgfältig gebaut worden ist, will ich also Leute zeigen, die irgendwie nicht bisher gesehen haben, also notiert haben, visuellerweise. Und es ist schützend für mich, also die ordentlichen Qualitäten, die wir im Bundestag in dem ganzen Areal erleben. Im Rahmen dieses Projekts Bundestag wurden ja auch einige Werke von der Kunstsammlung angekauft. Und meine Frage dazu wäre nun, was bedeutet es für Sie, dass jetzt dass einige Ihrer Werke nun Teil dieser Kunstsammlung sind? Es ist natürlich eine Ehre für mich, ja, dass 11 Bilder schon in der Sammlung sind. Eine Auswahl von mehr als 100 insgesamt. Und ich finde, dass die Bilder eine sehr gute, was würde man sagen, Gesamtwerk schaffen. So, ich will, dass meine Bilder in diesem Projekt die Demokratie unterstützt. Und ich finde das aktueller als je. Also seit die ganze 35 Jahre, die ich also in Berlin gewesen bin, ja, regelmäßig, also nicht zu leben, aber zu besuchen und zu arbeiten und ausstellen. Und also ich hoffe, dass meine Bilder also nicht nur dokumentieren, aber auch inspirieren. Wenn das eigentlich möglich ist, ja. Dass Fotos, die zusammengestellt worden sind, eine Atmosphäre von Sicherheit, von Freiheit, die Sachen, die wichtiger sind heutzutage als je in meinem Leben. Deshalb in irgendwelcher Art und Weise will ich also eine Stimme haben für die Demokratie und für Respekt auf alle Fälle für die, zum Beispiel hier in Berlin, für alle Fälle Respekt vor die Abgeordneten selber, die frei gewählt worden sind.